Nein. Ja, scheiße. Super. Ja, Shotgun 120 ist ja schön, aber wir haben keine. Lol. Ach, warte, ich wollte eigentlich noch... ein bisschen Patronen oder so sammeln. Gucken, was es hier noch so... Ach, nee. Ja, wir sind ja immer noch im Sumpf, da... gibt es meistens relativ wenig, ne? Wie wir gelernt haben. Wir machen uns mal direkt auf. Ich bin da! Gott sei Dank bist du noch am Leben. Du hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Immerhin steckt in ihm doch noch ein kleines bisschen Seele. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit... Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Die sind drinnen und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Was? Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastard! Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen.
oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Das bezweifle ich allerdings. Denn ich glaube, der Krieg wird schon in vollem Gange sein, wenn wir dort ankommen. Aber naja, die Hoffnung stirbt wie bekannt zuletzt. Und ich muss an der Stelle jetzt nochmal kurz einhaken. Wie sind die in den Bunker von D6 gekommen? Und wieso ist die Tür versiegelt? Wer hat die da reingebracht? Wie sind die da hingekommen? Und warum wusste keiner was davon? Naja, Fragen über Fragen. Vielleicht klärt sich das noch. Ich hoffe es. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Rajok gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. So viel Uneinsicht in einer Person. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Der gerechte Verteilung der Reichtümer in der Kammer hat unsere Differenzen beigelegt. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich! Und um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, dem Genossen Moskwin, das Wort. Genossen, und ich werde mich nicht zögern, dieses Wort zu benutzen, liebe Freunde. Wir betrachten den Antrag auf die gleichmäßige Verteilung. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom! Kleiner, ihr seid dran! Erzähl uns, was du weißt. Oh, was? Ach du Scheiße, wo sind wir? Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen.
die den Tod ihres Bruders betreffen. Falsch. Scheiße. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Auch falsch. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Verdammt. Hier muss doch eine richtige Tür dabei sein. Sie, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Du Schwein. Einstieg. Maxim Leonidovich Moskvin wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Sein schlechtes Gewissen plagt ihn. Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch. Entschuldige. Nein. Was war ich? Vor laut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade D6. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenigstens! Hier können wir nichts mehr machen! Zeit, um ein Beeilung! Schneller! Was für ein Zum Bahnsteig! Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! Und wir werden es auch nicht tun. Nicht ohne Kampf. Niemals. Kampfausrüstung. Los geht's. Auf in den Tod. In den Tod als Held. Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg,
Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Und jetzt kommt das richtige Ende. Das Ende des Endes. Und wir müssen noch Munition kaufen vorher. Hoffe ich, ja, geht, sollte. Ja, und jetzt, wie, wo? Tja, Mosquin hat dieses Mal keinen Mist erzählt. Die rote Linie rückt von drei Seiten vor. Meine Waffenbrüder. Ich bin kein Mann der langen Reihen, aber hört euch das an. Ihr seid die hingebungsvollsten, mutigsten Soldaten der Metro. Jeder von euch ist 5 Rote wert. Wenn ihr einfach die Arbeit macht, für die ihr ausgebildet wurdet, dann gewinnen wir diese Schlacht. Dann los. In die Schlacht. Sparta! Sparta! Nein, halt, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich kann ja nichts dafür. Halt, was? Ersetzen durch die. Danke. Anpassen. Na dann, haben wir wenigstens hier noch was. Und hier können wir sicher auch noch. Ah nein, das ist das. Tabulator, neuer Eintrag. Können wir nicht mehr aufrufen. Geil. Ich will noch was. Munition. Das reicht. Kommen Sie hierher zurück. Ausrüstung prüfen. Schuhe gebunden. Reißverschlüsse. Ach du Scheiße. Bereit machen, Leute. Wir haben keine Munition mehr. Gar keine. Boah. Ich habe hier überhaupt keine Chance. Ich habe keine Munition mehr. Kein gar nichts. Kommen wir hier nicht vor? Da ist ein Stand-MG, Mann. Da muss doch einer dran. Na, Scheißdreck. Scheiße, Scheiße. Von wo? Ich will an das blöde Stand-MG. Wow. Na. Ah, es geht schon. Geht schon. Na, ihr miesen Schweine. Scheiße. Ach du Scheiße. Nachladen. Und tot. Na super. Ugh.
Nein! Was? Müssen wir den Rückzug antreten? Na gut, versuchen wir's. Ach du Scheiße, ich komme gar nicht mehr klar. Nein. Nein, wir können natürlich nicht den Rückzug antreten. Ist doch klar. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Manchmal ist mir die Spielmechanik etwas unlogisch. Können wir hier... Gekämpft wird gerade nur hier. Nachladen. Nachladen. Verdammt. Jetzt wäre die natürlich hilfreich. Wir haben es noch nicht überstanden. Ich will von euch Munition nehmen. So, hier. Ah, Sniper. Und... was ist das da hinten? Ich wollte es eigentlich gar nicht wissen. Bahnsteig, Panzer. Hallöchen, Panzer, no? Was soll ich denn mit dir machen, Junge? Boah. Hör doch auf, Panzer, geh doch weg. Geh doch weg. Ich will dich hier nicht. Keiner mag dich. Geh. Ja, geh. Oh, da ist was Rotes. Boah, lol. Wie soll ich den Scheiß denn treffen? Na, bitte. Er steht. Uiuiui. Einmal nachladen, bitte. Getroffen. Und getroffen. Ah. Kaputt. Bevor sich alle Panzer behaben, werden wir ihnen noch einen verpassen. Sie ziehen sich zurück. Schade. Wir haben sie besiegt. Wir haben es geschafft. Mit Ranger legt man sich nicht an. Nur nicht zu frech werden. Die sind noch immer stark. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Die Verwundeten sind aus der Gefahrenzone und unterwegs zum Evakuierungsbomb. Gut gemacht. Neu formieren und bereit machen. Wir werden es jetzt jeden Moment noch einmal probieren. Ja. Wir laden nach und... ja, doch. Wir lassen die Knarre zurück für das Sniper. Darf ich hier nicht... Na klar, ihr dürft... Ach so, ich dachte schon. Das macht doch Spaß. Hallo Freunde, ich habe ein Geschenk für euch. Na, pust euch alle weg. Nein, doch, eigentlich schon. Boah, dieses Gewehr ist geil. Warum hatten wir das nicht gegen den Bären? Das hätte uns da auch ziemlich geholfen. Na, pustet sie weg. Na. Wie viele Leute haben die denn, ey? Gehen denen die Leute nicht langsamer aus?
Ja, geh mir doch mal aus dem Schussfeld da vorne. Junge! Wow. Na super. Ging mir das kaputt? Aber den kriegen wir sicher kaputt. Okay. Das war's. Die Waffe ist leer. Angriff! Ach, wir dürfen hier gar nicht mehr raus. Na super. So. Knallen wir den Typen da hinten mal ab. Na komm schon. Nachladen. Na komm. Ah, komm, ich treffe dich doch die ganze Zeit. Na, Mist. Ist da wieder Munition drin? Nö. Mach sie tot! Es zu zerstören. Seinen Sie. Was zum Teufel ist das? Niemand lebt hier. Scheiße, nicht schon wieder! Nein! Das war ein echter Rückzug. Sicher den Umkreis. Deck die Ausgänge. Bleibt wachsam, Männer. Schonen Sie Ihre Stimme, Kirillov. Hier gibt es nur tote Spartaner. Ich fühle mich ein wenig wie Xerxes. Was für eine unverzeihliche Verschwendung von Männern und Ressourcen. So viele gute Soldaten sind tot. Und wofür? Für die Polisstation? Den Rat? Ach, nun ja. Alle wurden vom Feuer der Revolution gereinigt. Was für eine angenehme Überraschung, Oberst Miller. Oder was von Ihnen übrig ist. Artyom, es wird Zeit. Und wer ist das? Der findige junge Mann. Sag mir, Artyom, Retter der Metro. Wo gehst du hin? In dein Grab, mein Freund. Nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Jetzt sind alle tot. So hat dein Papa unsere Feinde besiegt und die Metro gerettet. War mein Papa tapfer? Der tapferste von uns allen, denn er hatte nie Angst, sich mit Dingen zu befassen, die er nicht verstand. Und wo sind die Schwarzen hin, Mama? Weg, an einen sicheren Ort. Aber sie haben versprochen, wiederzukommen. Thank you.
Und das war also Metro Last Light. Ja. Yeah. Unfassbar, dass wir doch durchgekommen sind. Mit einigen Pannen. Mir ist übrigens die letzte Aufnahme abgeschmiert. Das muss ich nur irgendwie schneiden. Aber ich hoffe, man hat das jetzt nicht allzu sehr gemerkt. Ja, ein ultra geiles, tiefgründiges und natürlich auch actionreiches Spiel. Eins der schönsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Und auch mit einfach nur geiler Atmosphäre und es hat einfach alles gepasst. Und die Musik gerade ist wunderschön. Und im Hintergrund sehen wir das zerstörte Moskau. Und am Ende hat der Schwarze, ja, seine Familie wiedergefunden. Und wir haben die Metro gerettet. Wir haben die Machtgierigen alle getötet. Aber wie es dann weitergeht, weiß keiner. Und es weiß auch keiner, wie die Welt eigentlich überhaupt aussieht. Ist nur Moskau zerstört? Ist die ganze Erde zerstört? Was ist passiert? Warum wurden die Raketen gezündet in der damals schon zerstörten Welt, um die Schwarzen zu zerstören? Wodurch wurde die Welt überhaupt dermaßen zerstört? Wieso gibt es keine Menschen mehr? Fragen über Fragen. Vielleicht werden sie im nächsten eventuellen Metro-Teil alle noch gelöst. Aber ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Und das war Metro Last Light und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann gebt vielleicht mal einen Daumen hoch und abonniert mich auch. Wäre super nett. Und sonst bin ich jetzt mal raus. Tschüss und ich lasse noch den Abspann durchlaufen. Aber wie gesagt, verabschiede mich schon mal. Tschüss.